zu und verpasst das nicht, als du mit dem Onis. Moin! Alter, was ist denn hier los? Na? Alles gut? Ja! Schmidi! 19 Jahre. Na? Noch ein bisschen krank. Hallo Timo! Es geht. Hi Jonas, die Brötchen. Edel. Die guten? Edel. Was wolltest du denn einfach durch den Bus? Menge. Ja, weil ich bin durch, kann ich mir sagen, ich hab Stefan, lach doch mal. Pokalfinale. Hitler, komm her. Weil die Welt so sein zu spielen. Ohne eine Verteidigungsmannschaft. Moin, Jungs. Hitler, sag mal, schmeckt? Lecker. Kamera. Luki. Max, du meinst? Ja, aber lass es trotzdem zum Hof, wenn man ja, lass mal machen. Joshua Brandt, Joshua. Jungs, so müsst ihr das machen. Ja, Joshi, Freude mit Stolz. Jonas, ich Nolik, Jonas. Dankeschön. Hast du hart noch? Zieh mal an, Nolik. Alter, ich bin so. Oh, was ist das? Wow! Alter, toll! Was ist das denn? Ist das cool? Das auch gerne. Kann man das kaufen? Nein. Bitte setz dich nicht mehr mit mir drauf. Daniel! Gibt's hier eine Klimaanlage? Läuft doch schon. Ja. Das geht jetzt nicht. Bei uns nicht. Nein, danke, läuft nicht. Ja, wo schlimmste Lüge? Wetter. Schlimmste Lüge. Warte. Was ist denn los? So, Michael, Stefan. Auf dem Weg. Zum Spiel, zum großen Finale. Und Stefan, du bist, glaube ich, der Einzige, der sich vorbereitet hat auf dieses große Ereignis. Aber sowas von! Das reicht eigentlich. Hast du noch was? Ja, aber oh ja. Ja, wunderbar. Und was ist deine Prognose für heute? Ja, ich habe die Befürchtung, dass die Mannschaft es heute ernst meint und wird ins Elfmeterschießen gehen, damit ich da draußen tausend Tore sterbe. Okay, alles klar. Und Stefan, ist ganz Göttingen weiß bisher immer noch nicht, wer dein Sohn ist. Und ich wollte jetzt einfach mal so die offizielle Frage stellen. Wer ist dein Sohn heute? Frag doch mal meine Frau, die war ja dabei. kannst du für Aufklärung sorgen? Timo! Mein Sohn! Ja, sag's doch mal! Lass dich doch mal für die Kamera! Geil! Messi ist scheiße, Alter. Hey, Daniel! Ey, Wildert, nimm doch die neue Wolke. Wildert, nimm doch die neue Wolke mit. Nein. Die schmeckt viel besser als sonst. Schön direkt. Hast du direkt zu Bild. Ja, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Oh, was ist das denn da? Nee, ne? Glaub's ja nicht. Eine Erdbeerbohle. Erdbeerbohle. Ganz normal. Okay. Also sind wir sehr viel Sport machen. Viele Früchte, trinken. Genau. Und Früchte sind immer gut. Cool. Du bist schon auf Sendung. Sag mal, deine Prognose fürs Spiel heute. Ja? Wie hoch? Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ohne Show.
Längede ist hier aufgelaufen mit, was weiß ich, 15 Betreuern. Jeder Spieler hat wahrscheinlich seinen eigenen Hütchenträger oder seinen eigenen Einschamponierer oder wie auch immer. Das sind halt Profis, so wie sie sich geben. Wir sind auch professionell im Kopf, ja, und wir sind auch professionell. Ich hab du hast Traubenzucker da. Wir sind aber auch professionell, was die Einstellung betrifft. Und deswegen, egal ob ihr frustriert seid, wenn ihr nicht von Anfang an spielt oder sehr frustriert seid, wenn er vielleicht nicht zum Einsatz kommt. Aber wir gewinnen das Spiel heute nur, wo alle 17 ihren Job so gut erfüllen, dass wir uns als Team hier präsentieren und dass wir uns auf dem Platz und abseits des Platzes zu 100% unterstützen. Und nur so gewinnen wir das Ding heute. Und das erwarte ich von jedem. Ersten Ball zulassen, das ist klar, und dann wird attackiert. Ganz wichtig, der Spieler ist der sich hier fallen lässt in die Viererkette. Also der Sechser von denen, der hat wahrscheinlich die Nummer 8, Name sagen wir euch dann gleich noch. Der lässt sich fallen. Wir haben eben auch schon ein bisschen vorher besprochen, dass dann der Spieler auch attackiert wird von unserem Sechser, von einem Sechser, der mitgeht, dass er nicht sich aufdrehen kann, weil der macht das Spiel von denen. Ja, da müssen wir hier gucken und die beiden Stürmer müssen die Wege zurückziehen. Heute Schlüsselspieler ist Basti. Wir haben gesagt, der Achter, er darf keinen Ball kriegen. Ist mir scheißegal, wo der hinläuft, du läufst hinterher. Du läufst hinterher, wirklich. Wenn er zur Eckfahne läuft und wenn er ausgewechselt wird, ist mir scheißegal. Du läufst dem einmal hier, keine Ahnung, wo er hinläuft, läufst hinterher. Und wirklich so. Nicht so, sondern der darf den Ball gar nicht erst kriegen. Das kannst du doch passieren. Ja? Dann machst du so lange, bis du nicht mehr kannst. Dann hebst du die Hand, am besten nach 92 Minuten, wenn wir 1-0 gewonnen haben. Und dann kannst du auch in den Bus gehen und keine Ahnung, kannst du ja Favorit eigentlich, ne? Weil wir sowieso besser sind. Naja, auf jeden Fall ist da die Intention, dass wenn die uns unter Druck setzen, dass wir uns natürlich den Größeren natürlich suchen, also Timo, der dann entweder den Ball festmacht oder auch sagt, ich verlängere. Ihr müsst euch wirklich heute unterhalten auf dem Platz. Ich möchte heute nicht eine Sekunde still auf dem Platz haben. Nicht eine Sekunde. Luca, du heute auch, hol sie dir zusammen, schrei sie an. Wenn es zurückgeht, gibt es von mir eine auf die Birne. Ganz einfach. Kommt nicht mit in den Kreis. Janis! Oh, Junge. Hast du schon Kreis gemacht, oder nicht? Super Flo, komm ohne! Links hinken! Ruhe, gut so! Lass die Hände hier! Faul! Gut so! Ja, richtig schön, ohne Junge! Ruhe! Kommt Timo, kommt Timo! Kommt was, Flo! Ruhe! Ja! Ja! Ja, das war gut. Hey, komm mal runter nochmal, ey. Ich fass es nicht! Ey, einer muss kommen, einer muss hin! Alter! Mann! Gelb! Digga, was hat er gemacht? Das ist eine rote Karte! Ey, das ist so rot! Der geht mit beiden Beinen da rein! Bitte! Annick, lass doch einfach, geht doch nicht mit dem Vollidiot! Geht mit dem Linienrichter! Ey, wenn das kein Rot war, bitte! Ganz ehrlich! Deswegen spielst du in Göttingen auch dritte Kreisklasse. Aber keinen Plan von Fußball lassen. 16 Meter. Deine dritte Klasse geschmissen, ne? Ja. Dritte Kreisklasse, Digga? Mehr ist aber auch bei dir nicht drin, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das ist wirklich... Sehr gut, Schmidt, Junge! Ja, Schakos. Ey, Männer! Ganz starker Schmidt, Junge. War gut, war super gut. Ohne Witz. Aber wir müssen jetzt... Zwei, jetzt nochmal zwei dicke Dinger von denen. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, wie so... Schon richtig. Erstmal vorsichtig sein. Außen!
Ja, jetzt durch! Jetzt. Ja! 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 Let's go, Alter! Ja! 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 Janik, Janik, Ola, Ola, Ola! Ja, Junge! Ey, was ist eigentlich, wenn du so provozierst? Daniel, das hilft doch auch nicht. Das ist so asi, echt. Ich kann ja ruhig aufgeführt. Ich kann ja ruhig aufgeführt. Aber ich mach das gut. Vor allem die Spieler, Junge, die sind selber richtig unangenehm. Ne? Ich hab doch gerade mit dem Schiri gesprochen. Was soll ich machen, Schiri? Sag Lukas! Wohin, wohin? Ja, am besten ans Ende. Wir sind bist du fertig? Komm! Sofort! Sofort! Komm her! Komm, Maurice, Junge, mach es! Komm! Komm, links wieder auf Götters, so wieder auf Götters. 18, ne? Dann machst du noch eins. 18, ja. Ja, Flo ist viel gelaufen, ne? Er ist draußen. Hast du Krampf? Ja, gleich überlegen, ob wir Joshua rüberziehen. Ja, bleib erstmal da! Ja! Ja! Komm, 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 Joshua! Gut so und raus! Vor! Maurice, du bist links! Schlag ihn! Sieh ihn ab! Nächster, Timo, komm, komm, der nächste, komm! Ey, wo ist der Arztkoffer? Timo. Der Thorsten hat ihn hier. Ja, er ist da hinten, warte! Ja, wo ist der? Komm, ich geh mal. Ja, lass la. Hier stehen, komm, aufpassen, wenn er reinläuft. Habt ihr im Auge hier? Zwischenraum, Zwischenraum! Leute! Oh nein! Ja, ja! Halt vorne, Uli! Der fällt doch vorher schon! Der kriegt so weg! Ich fällt zu viel. Der guckt so in die Sonne, ja. Ich weiß nicht was. Er muss im Zentralen bleiben, er kann jetzt nicht. Den hast du! Jawohl! Jawohl! Klasse, Max! Nur hat er ist ausgewechselt. Ey, ich hätte so gerne geschossen. Trainer auch oder was? Trainer und nix. Die dürfen nicht das Tor stellen, das ist doppelt unglaublich. Nein, darf er nicht. Wir fangen nicht an, bis der Typ da von der Seite weg ist. Ich muss mal so strahlen, Alter. Ja, der. Ich hab auch. Ja, Daniel, geh mal hin, sag mal. Der Bruch ziehen macht das. Was er jetzt Zeit macht. Disqualifikation. Hey! Verpiss dich doch mal da! Ja! Ja!
Es war ein geiles Spiel. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Es war mit Abstand, glaube ich, das geilste Jugendjahr, was ich hier hatte. Unabhängig davon, dass ich jetzt ein geiles Verein überhaupt spiele. Ich freue mich auf die Vorbereitung mit dem BSV. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich freue mich auf die Leute. Nichtsdestotrotz, echt fettes Lob an die Mannschaft. War geil. Ich habe Sport gemacht. Ich bin beim ersten F-Jugendjahr Meister geworden, beim letzten A-Jugendjahr, beim letzten Jugendjahr bin ich Meister geworden. Das Elfmeterschießen war 50-50. Ein richtig geiles Spiel abgeliefert. Wir haben jedem gezeigt, was wir können. Und ich glaube, darauf stand dann. Dein Kommentar zum Spiel heute. Ja. War gut. War gut. Ja, du hast das Licht abgeschossen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, war gut. Ja. So, hier. Luca, gutes Spiel. Ja, und ich. Deine Timo natürlich auch, Timo Schwarz. Luca, deine letzten Worte zu diesem Jahr. JSG Schwarz-Gelb A-Jugend. Jetzt. Für mich geht's ja noch weiter, aber war schon geil. Dube wäre geiler gewesen. Ja, haben wir auch viele fürs nächste Jahr. Jonas, dein Kommentar zum letzten A-Jugendjahr. Tarek, dein letztes A-Jugendjahr, was sagst du? Phänomenal, ganz, ganz krankes Team, letztes Spiel war super. Wir haben uns gut geschlagen, wir haben das Beste gegeben, leider hat es nicht gereicht, aber wie immer jeden Tag 100% gegeben. Jussi, ein Jahr JSG Schwarz-Gelb, was sagst du? Danke. Basti, da kommt er heute zum Spiel. Heute ist immer ein geiles Spiel. Wir hätten die mehr verdient. Aber wir gewinnen zusammen und wir verlieren es Weg Richtung Park, Villa Sky. Paar Dinge Eis. Mach die nächste Klasse klein. Oh, Joint drauf ihn an. Und ich bin sitzen in der Villa Sky. Das Kuschballert will, Schatz, die OG. Level Wax, immer high. Ich bin das war aber mein Gesicht drauf. Geil, Digga. Ich hab das schon.